Die Evolutionstheorie wurde von dem englischen Naturwissenschaftler Charles Darwin in der Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlicht. Der wichtigste Unterschied von damals zu heute ist der differenzierte Stand von Wissenschaft und Technologie. Im 19. Jahrhundert arbeiteten die Wissenschaftler mit einfachen Geräten in schlichten Laboren. Mit ihren Geräten konnten sie noch nicht einmal Bakterien erkennen. Dazu kommt, dass viele Wissenschaftler unter dem Einfluss abergläubischer Ansichten standen, die seit dem Mittelalter sehr verbreitet waren. Eine dieser abergläubischen Ansichten war, dass die Grundsteine der Lebewesen sehr einfach sind. Nach dieser Ansicht, die bis zum griechischen Denker Aristoteles zurückverfolgt werden kann, entsteht Leben von selbst an einem feuchten Ort, durch die zufällige Aneinanderreihung von lebloser Materie. Während Darwin seine Theorie entwickelte, hielt er sich auch an diese Ansicht, dass die Grundsteine der Lebewesen eine unkomplizierte Konstruktion besäßen. Auch andere Wissenschaftler, die Darwins Theorie anerkannten und verteidigten, gingen von diesem Glauben aus. Zum Beispiel Ernst Haeckel, der größte Anhänger des Darwinismus in Deutschland, glaubte, dass die Zellen, die man unter den damaligen Mikroskopen nur als einfache Flecken erkennen konnte, einen unkomplizierten Bau besäßen. In einer seiner Arbeiten schreibt er über die Zelle ein einfaches, kleines Bläschen der aluminösen Verbindung des Kohlenstoffs. Die Evolutionstheorie ist auf diesen und ähnlichen Illusionen gebaut. Namen wie Haeckel, Darwin oder Huxley, die diese Theorie vertraten, dachten, die Lebewesen besäßen eine sehr einfache Struktur und somit auch, dass diese einfache Struktur allein durch Zufälle entstehen konnte. Aber sie waren im Irrtum. In den vergangenen 150 Jahren wurden in Wissenschaft und Technologie riesige Fortschritte gemacht. Die Wissenschaftler haben entdeckt, was für eine Struktur die Zelle besitzt, die Haeckel als ein geleeartiges Bläschen bezeichnete. Sie erkannten mit großer Bewunderung, dass die Zelle nicht so simpel war, wie damals dargestellt wurde. Es stellte sich heraus, dass die Zelle ein so komplexes System besitzt, wie Darwin sich das zu seiner Zeit gar nicht vorstellen konnte. Der berühmte Molekularbiologe Professor Michael Denton macht folgenden Vergleich, um zu zeigen, was für eine komplexe Konstruktion die Zelle besitzt. Um die Wahrheit des Lebens zu erkennen, die von der Molekularbiologie entdeckt wurde, müssen wir die Zelle 1 Millionenfach vergrößern. In diesem Fall wäre die Zelle wie ein großes Raumschiff, das von New York bis London reichen würde. Und wenn wir uns der Zelle nähern und es betrachten, begingeten wir Millionen kleiner Türen. Und wenn wir durch eine dieser Türen hineingingen, stünden wir einer hervorragenden Technologie gegenüber, von einer solchen Komplexheit, dass sie uns in Verwunderung versetzen würde.
Jetzt stellen wir uns den Raumschiff-Vergleich von Professor Denton vor und betrachten die Komplexität der Zelle etwas näher. Unser Weg fängt mit den Hormonen an, die sich eine geeignete Zelle suchen. Sobald sich die Hormone der Zelle genähert haben, suchen sie erst eine Tür, an der sie empfangen werden. Die Türen der Zellen arbeiten nach einem bewussten System. Jedes Molekül, das an die Tür kommt, wird überprüft und bewertet, ob es der Zelle zweckdienlich ist oder nicht. Die Türen werden nur den nützlichen Molekülen geöffnet. Falls ein Schadstoff an der Tür erscheint, etwa wenn Viren versuchen hineinzugelangen, läuft ein anderes Programm ab. Die Zelltür analysiert den Schadstoff, stuft ihn als gefährlich ein und lehnt ihn strikt ab. Wenn wir durch die Zelltür hineingehen, sehen wir uns, wie Professor Denton bereits betonte, einer überragenden Technologie und Komplexität gegenüber, die uns in Verwunderung versetzen wird. Die Hormone, die durch die Tür hineingehen, werden von speziellen Proteinen, die Enzyme genannt werden und die die Funktion im Inneren der Zelle organisieren, sofort zur weiteren Verwendung in Empfang genommen. Falls erforderlich, setzen die Enzyme die neuen Hormone sofort ein. Aber wenn sie im Moment nicht benötigt werden, werden sie sorgfältig ins Lager abgestellt, den sogenannten Golgi-Apparat. Einige Moleküle, wie zum Beispiel Insulin, das Zuckermoleküle transportiert, sind so groß, dass sie nicht durch Zellentüren hineinpassen. Die Zelle verfügt für solche großen Moleküle über ein spezielles System. Die Zelle streckt einen speziellen Abschnitt durch ihr Membran hinaus, um das Insulin aufzunehmen. Das Insulin, das draußen steht, wird in diesen Abschnitt hineingezogen. Natürlich wird währenddessen eine strenge Sicherheitskontrolle durchgeführt.
Zuckermoleküle des Insulin, das auf die beschriebene Weise in die Zelle gelangt ist, werden von speziellen Trägerenzymen vorsichtig aufgesammelt. Die Enzyme transportieren die Zuckermoleküle vom Insulin zur Energiezentrale der Zellen, zu den Mitochondrien. Aufgabe der Mitochondrien ist es, die mit Energie gefüllten Moleküle zu zerteilen und sie wieder so zusammenzusetzen, dass sie von der Zelle benutzt werden können. Die Energiebündel ATP, die in den Mitochondrien in sehr komplizierten Reaktionen hergestellt werden, werden anschließend wieder über einen fehlerlosen Mechanismus an die notwendigen Stellen in der Zelle transportiert. Die Verbindung in der Zelle erfolgt über spezielle Kanäle, das sogenannte endoplasmatische Retikulum. Das Gehirn all dieser komplizierten Systeme ist der Zellkern, der mit einem Verarbeitungszentrum für Informationen vergleichbar ist. Im Zellkern befinden sich Chromosomen, von denen jedes einzelne eine riesige Wissensbank darstellt. Die Chromosomen bestehen aus DNA-Strängen, die paarweise miteinander verbunden sind. All die ausführlichen Pläne der Systeme in den Zellen sind in diesen DNA-Strängen kodiert. Die DNA-Kette entsteht durch die Aneinanderreihung vier verschiedener Moleküle und ähnelt einer spiralförmigen Treppe. Diese vier verschiedenen Moleküle stellen eigentlich ein Alphabet dar, das aus vier Buchstaben besteht. Durch dieses Alphabet ist in der DNA ein riesiges Wissen gespeichert und allein dieses Wissen könnte hunderte von Enzyklopädiebänden füllen. Dieses Speichersystem beinhaltet die ausführlichen Produktionspläne der Proteine und Enzyme, die in den Zellen benutzt werden. Alle Baupläne der organischen Moleküle, die in den Zellen eingebaut werden sollen, sind in der DNA bis ins feinste Detail aufgelistet. Die Produktion eines organischen Moleküls, wie zum Beispiel eines Proteins, fängt mit der Erkennung des zuständigen Gens an. Die Gene enthalten alles notwendige Wissen der DNAs in den Chromosomen. Ein Enzym, das nur für diese Aufgabe zuständig ist, kann die DNA wie ein Reißverschluss öffnen. Danach
kommt eine Gruppe von Enzymen und trennt die DNA-Stufen in zwei Einzelstränge. Ein anderes Enzym klettert auf einen dieser geteilten Stränge und liest und speichert die Informationen. Somit erhält man eine fehlerlose Kopie der Produktionsplanung. Wenn das Kopieren vollendet ist, wird die DNA wieder von den Enzymen geschlossen und in seinen alten Zustand gebracht. Die Kopie der DNA nennt man Boten-RNA. Die Boten-RNA beinhaltet die Produktionsplanung der Proteine, die für die Zellen notwendig sind. Die Produktion des Proteins geschieht an einem anderen Ort der Zelle. Dieser Ort, den wir als eine Fabrik bezeichnen können, heißt Ribosom. Im Ribosom erfolgt eine fehlerfreie Produktion. Die Boten-RNA geht ins Ribosom hinein und bewegt sich dort langsam fort. Währenddessen tragen die Boten, die man Transfer-RNA nennt, die Aminosäuren, die für die Produktion der Proteine benötigt werden, vollständig und in der richtigen Reihenfolge zum Ribosom. Die herbeigeschaffenen Aminosäuren verbinden sich in der richtigen Reihenfolge dank der Kodierung auf der Boten-RNA miteinander. Bei jeder Fortbewegung der Boten-RNA wird die Aminosäure, die der dort befindlichen Information entspricht, an die Kette angefügt. Somit wird im Endeffekt ein neues Protein hergestellt. Wenn in der Aneinanderreihung der Aminosäure der kleinste Fehler entstehen würde, wäre das hergestellte Protein nutzlos. Aber so ein Fehler entsteht niemals. Das Protein, dessen Herstellung nun vollendet ist, trennt sich vom Ribosom, um seine Aufgabe zu übernehmen. All diese fabelhaften Vorgänge geschehen nicht in der Ferne irgendwo, sondern direkt in ihrem Körper. All diese Ereignisse, die wir vereinfacht haben, sind in Wirklichkeit viel komplizierter, aber sie ereignen sich im Inneren einer jeden der 100 Billionen Zellen im Körper und diese Vorgänge wiederholen sich ständig. Und diese Zelle, von der die Evolutionisten geglaubt haben, sie sei nur ein Bläschen mit geleeartigem Inhalt, besitzt eine derart überragende Konstruktion. Natürlich kann dieses faszinierende System nicht durch Zufälle entstanden sein. Die Evolutionstheorie hat mit der Entdeckung der Details der Zelle einen schweren Schlag erlitten. Sehr viele Wissenschaftler glauben heute daran, dass die Existenz der Lebewesen kein Zufall sein kann, sondern sie sehen, dass sich in jedem Detail eine überragende Planung erkennen lässt. Der amerikanische Biochemiker Professor Michael Behe
einer der Wissenschaftler, drückt die wahre Planung, die die Wissenschaft herausgefunden hat, mit den folgenden Worten aus. I think the conclusion of design is a scientific one, an empirical one, based completely on the observable system of universe and life were intended, that they are the product of intelligent activity. And I'd just like to point out that this idea comes from the progress of science. It is not from not what we do not know, but is rather from what we have learned over the past 50 years. Die Wissenschaft zeigt, dass die Lebewesen in einer bewussten Schöpfung hervorgebracht wurden. Die Evolutionstheorie kann die komplexen Systeme einer einzigen Zelle nicht erklären, genauso wie die Konstruktion anderer Lebewesen, wie zum Beispiel die Aerodynamik des Vogels, die wunderbaren Jagdtechniken der Spinne, ein Insekt, das zur Tarnung einem Blatt ähnelt, den Augenentwurf am Flügel des Schmetterlings. Sie können auch die Liebe und die Güte der Tiere nicht einmal ansatzweise erklären. Und es ist deutlich sichtbar, dass die Lebewesen, deren einzelne Details perfekt entworfen wurden, in einer überragenden Schöpfung erschaffen wurden. Er ist der allmächtige Schöpfer, Herr über Himmel und Erde und dessen, was zwischen ihnen liegt, der großartige Allah. Wenn wir uns zum Beispiel draußen einen bestimmten Ort anschauen, sehen wir problemlos sowohl den nahesten als auch die entferntesten Objekte mit all ihren Farben, Formen und Größen. Aber diese Bilder, die uns nicht die geringste Mühe machen, werden nur verwirklicht durch unzählige komplexe Reaktionen und Wirkungen in unserem Körper. Untersuchen wir nun diese komplexen Vorgänge einmal etwas genauer. Das menschliche Auge besitzt einen äußerst perfekten Mechanismus, der ganz von alleine arbeitet. Dieser Mechanismus besteht aus ungefähr 40 verschiedenen miteinander verbundenen Teilen. Jedes dieser Teile erfüllt eine spezifische, wichtige Aufgabe, die wir zum Sehen benötigen. Die Unvollkommenheit oder das Fehlen von auch nur einem dieser Teile würde das Sehen vollständig unmöglich machen. Die äußerste durchsichtige Schicht am Auge nennt man Kornea. Gleich dahinter kommt die Iris. Diese Iris, die auch die Farbe der Augen bestimmt, stellt automatisch dank ihrer Muskelverbindungen die Dimension der Pupille je nach Lichtstärke ein. Sind wir zum Beispiel an einem dunklen Ort, vergrößert sich die Pupille, um so viel Licht wie möglich aufnehmen zu können. Und an einem hellen Ort verringert sie die einfallende Lichtmenge, indem sie sich verengt. Das automatische System der Iris funktioniert folgendermaßen. Sobald ein Lichtstrahl in das Auge eindringt, meldet ein Signal vom Augennerv in Bruchteilen einer Sekunde dem Gehirn die Anwesenheit und die Stärke des Lichts. Das Gehirn sendet sofort ein Signal zurück und befiehlt den Muskeln, die mit der Iris verbunden sind, wie stark sie sich zusammenziehen müssen. Ein anderer wichtiger Mechanismus, der mit dieser Funktion zusammenarbeitet, ist die Linse. Die Aufgabe der Linse ist es, die Lichtstrahlen, die aus unterschiedlichen Entfernungen und Winkeln das Auge erreichen, zur Retina, die sich hinten im Augapfel befindet, zu fokussieren. Dies geschieht wieder mit Hilfe der feinen Muskelstränge, welche die Linse umfassen und ihre Funktion überhaupt möglich machen.
All diese genannten Systeme sind wesentlich kleiner und sehr viel fortschrittlicher als die mechanischen Geräte der heutigen Zeit, die mit Hilfe der Mikrotechnologie gebaut werden und das Auge darstellen sollen. Sogar das am weitesten entwickelte künstliche Sehgerät ist mit dem Auge verglichen simpel und primitiv. Wenn wir bedenken, wie viel Zeit und Aufwand die Menschheit für die Entwicklung dieser Geräte benötigt hat, erkennen wir sofort, auf welch wunderbare Art die Schöpfung des Auges beruht. Würden wir nur eine einzige Zelle der Augen aus mikroskopischer Sicht betrachten, käme die Überlegenheit der Schöpfung sogar noch deutlicher zum Vorschein. Stellen wir uns nun vor, dass wir uns einen mit Obst gefüllten Teller ansehen. Die Strahlen, die von diesem Teller aus das Auge erreichen, dringen zunächst durch die Kornea und die Pupille und werden anschließend von der Linse in Richtung Retina fokussiert. Was geschieht jedoch genau in der Retina, dass die Zellen das Licht hier überhaupt wahrnehmen können? Wenn die Lichtquanten, also die Photonen, die Zellen in der Retina treffen, kann man sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn sehr viele perfekt aufgestellte Dominosteine in Bewegung gebracht werden und eine Kettenreaktion auslösen. Der erste Dominostein, der sich in der Retina befindet, ist ein Molekül namens 11-cis-Retinal. Dieses Molekül ändert sofort seine Form, sobald es von einem Photon getroffen wird. Diese Änderung führt dazu, dass das nächste Protein in der Kette, Rhodopsin genannt, das an das 11-cis-Molekül gebunden ist, sich gleichermaßen verändert. Dieses Rhodopsin, welches sich auch vorher schon in der Zelle befand, sich aber wegen der ungeeigneten Form des nächsten Proteins Transducin eigentlich nicht verbinden konnte, ist nun nach dieser Veränderung in der Lage dazu. Nach dieser Verbindung entsteht ein neues Molekül mit dem Namen GTP und schließt sich dieser Gruppe an. Ab diesem Zeitpunkt sind die zwei Proteine Rhodopsin und Transducin und das Molekül GTP miteinander verbunden. Doch die Verarbeitung in der Zelle beginnt erst jetzt. Die Verbindung GTP hat die Aufgabe, sich mit einem weiteren Protein, Phosphodiesterase, zu verbinden, welches sich ebenfalls schon vorher in der Zelle befand. Durch diese Verbindung entsteht ein Molekül, dessen Form einen Mechanismus auslöst, der in der Zelle eine weitere chemische Reaktion hervorruft. Dieser Mechanismus sorgt für eine Änderung des Ionenhaushalts in der Zelle, der zu einem elektrischen Signal führt. Diese Energie wird den Nerven, die sich gleich hinter der Retinazelle befinden, übermittelt. Schließlich schreitet die Wahrnehmung, die zunächst als Licht ins Auge fiel, anschließend eine chemische Reaktion hervorrief, nun wie ein Elektrosignal fort. Dieses elektrische Signal beinhaltet sämtliche optischen Informationen des äußeren Objektes. Damit aber das Sehen verwirklicht werden kann, müssen die elektrischen Impulse, die in der Retinazelle produziert werden, das Sehzentrum im Hinteren des Gehirns erreichen. Die Nervenzellen, die diese elektrischen Signale weiterleiten sollen, haben jedoch keine durchgehenden Verbindungen miteinander. Zwischen den Verbindungspunkten befinden sich große Lücken, dort, wo die Enden der Nervenzellen auf die nächsten Nervenzellen stoßen. Die aber können dann die elektrischen Impulse ihren Weg fortsetzen und das Gehirn erreichen. Genau hier werden wieder komplexe Verarbeitungen vorgenommen und die elektrischen Impulse werden, ohne dass die Informationen Schaden nehmen, wieder in chemische Energie umgewandelt. Auf diese Weise übermitteln die chemischen Boten in den lückenhaften Verbindungspunkten der Nervenzellen an den sogenannten Synapsen die Informationen der Impulse vom Auge erfolgreich von einem Nerv zum anderen. Im Zielnerv wird die chemische Energie wieder in elektrische Impulse umgewandelt und sie führen ihren Weg bis zum nächsten Überspringungspunkt fort. Auf diese Weise erreichen die Signale das Sehzentrum im Gehirn. Dort werden sie mit den Informationen im Gedächtniszentrum verglichen und die Wahrnehmung wird noch einmal beurteilt. Letzten Endes sehen wir diesen Obstteller nur durch ein perfektes System mit Hunderten von kleinen Details.
all diese erstaunlichen Vorgänge passieren nicht nur in Bruchteilen einer Sekunde, sie wiederholen sich auch andauernd, weil das Sehen ein permanenter Prozess ist. Die Moleküle, die in diesen Kettenreaktionen in den Zellen der Augen tätig sind, werden jedes Mal in ihren Originalzustand zurückversetzt und beginnen mit den Reaktionen jedes Mal von vorne. Natürlich spielen sich währenddessen auch in anderen Teilen des Körpers viele ähnliche komplexe Operationen gleichzeitig ab. Wir können neben dem optischen Eindruck auch gleichzeitig den akustischen Eindruck des Objekts wahrnehmen. Und je nach den gegebenen Umständen können wir auch seinen Geruch und Geschmack wahrnehmen oder feststellen, wie es sich anfühlt. Millionen dieser Reaktionen und Vorgänge geschehen ohne Unterbrechung und ohne besondere Anstrengung des Menschen im ganzen Körper. Und sogar damals, trotz der primitiven wissenschaftlichen Kenntnisse, fiel Darwin die überragende Konstruktion der Augen auf. In seinem Brief vom 3. April 1860 schrieb er seinem Freund, dem Biologen Isaac Gray: "Wenn ich an die Augen denke, vergeht mir die Lust an der Theorie", und gab damit seine Verzweiflung zu. Die heutigen biochemischen Erkenntnisse über die Eigenschaften der Augen zerschmetterten den Darwinismus sogar viel deutlicher, als es sich Darwin damals je vorstellen konnte, und bestätigten somit seine Befürchtungen über den Untergang seiner Theorie. Der Sehvorgang an sich verbirgt viel komplexere Details in sich, als die wir hier geschildert haben. Aber sogar diese Kurzfassung reicht vollkommen aus, um zu sehen, wie großartig die Systeme in unserem Körper erschaffen sind. Wie wir sehen, erleben wir im Auge dermaßen komplexe und feine Reaktionen, dass es völlig unlogisch wäre, zu denken, es sei ein Werk der Zufälle. Der berühmte Biochemiker Professor Michael Behe schreibt in seinem Buch Darwins Black Box folgenden Kommentar über die Evolutionstheorie und die Chemie der Augen. Der Sehvorgang und die Anatomie der Augen, die Darwin im 19. Jahrhundert nicht erklären konnte, kann wirklich mit keiner evolutionistischen Logik erklärt werden. Die Erklärungen der Evolutionisten sind dermaßen primitiv, dass die unglaublich komplexen Vorgänge im Auge schwer in Worte zu fassen sind und niemals erklärt werden können. Wie man sieht, kann die Evolutionstheorie nicht einmal die Entstehung der Systeme einer einzigen Zelle der Lebewesen erklären, geschweige denn die gesamten Lebewesen der Erde. Die Wissenschaft hat die Hypothese von primitiven Lebewesen völlig besiegt und der Menschheit eine sehr wichtige Wahrheit vor Augen geführt. Die Lebewesen sind nicht das Werk von Zufällen, sondern das Werk einer einwandfreien Schöpfung. Der Schöpfer der Lebewesen ist der allmächtige Allah, der Herr aller Welten. Er ist es, der die Menschen und alle anderen Lebewesen schuf, und der Mensch hat seinem Herrn gegenüber eine Verpflichtung. Allah erinnert den Menschen an diese Wahrheit im Koran wie folgt: "Und er ist es, der euch Gehör, Augenlicht und Verstand und Gemüt gab, aber nur wenige wissen Dank.